Soll ich was sagen? Emotion ist auch Kommunikation. Ich hab's gesagt. Jürgen, danke für die Geduld. Ja, gerade zu diesem Thema ist mir ganz besonders wichtig, da mal drauf einzugehen. Wir haben da eine tolle Diskussion gesehen und das war auch ganz interessant. Aber wir dürfen niemals vergessen, und eigentlich müssen wir das wirklich in den Vordergrund stellen, keiner von uns kann bestimmen, wo er geboren wird. Auch ein Rothschild ist als Baby nicht in der Lage, dieses zu beeinflussen. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Welt ist nicht dafür verantwortlich, wie er ist, sondern es ist hauptsächlich die Umwelt, die ihn dazu gemacht hat. Und wenn wir diesen Menschen so sehen, mit seinen Fehlern, die er zeigt oder nicht zeigt, dann können wir auch verstehen, dann müssen wir nicht emotional reagieren, sondern wir wissen, er ist nicht von Grund aus so, sondern er ist zu dem gemacht worden. Wir können nur mit Worten und nur mit guten Reden, können wir versuchen, ihn von seinem falschen Weg abzubringen. Es ist, für mich ist das beste Beispiel, was es überhaupt gibt, ist Mahatma Gandhi, der gezeigt hat, dass Worte die stärksten Waffen auf der Welt sind. Wir brauchen keine Waffen, um Kriege zu gewinnen. Wir brauchen sie nicht. Er hat uns den Weg gezeigt. Wenn wir genug sind, dann können wir alles erreichen. Aber leider sind wir doch nicht genug. Aber ich hoffe, dass wir in dieser Welt ein gutmütiger Tumor sind, der diese kranke Welt, in der wir leben, von seiner Krankheit befreit. Danke.